Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von PES 2020 mit FC Bayern München. Zwei Folgen wird es noch geben, heute und morgen, und dann wird es ein, zwei Tage Pause geben und dann kommt schon PES 21 raus und da werden wir dann wieder mit Bayern richtig durchstarten. Ich habe auch noch ein cooles anderes Projekt geplant, aber dazu verrate ich jetzt erstmal nichts. Wir haben noch alles vor uns, ja, wir haben die Meisterschale schon längst gewonnen, haben aber heute quasi das Abschiedsspiel in der Allianz Arena gegen Düsseldorf. Vorher können wir aber den DFB-Pokal gewinnen. DFB-Pokal-Finale, ich wollte schon Halbfinale sagen, DFB-Pokal-Finale gegen Schalke. Die sind aktuell auf Platz 2 in der Bundesliga. Ist knapp. Wir werden mit Vollbesetzung rangehen, mit vollem Elan und werden das Ding hoffentlich rocken. Lewandowski hat schon gesagt, der Titel gehört uns, also schon alles komplett safe. ich bin mal gespannt, also ich habe richtig viel Angst. Und morgen in der Folge spielen wir dann wie in echt fast, also es ist fast wie wenn es geplant wäre, gegen Paris Saint-Germain das Champions League-Finale. Also Bayern mal wieder im Champions League-Finale und zwar gegen Paris. Genauso wie in echt, die, glaube ich, noch nie im Finale waren. Also, es ist absolut verrückt, was hier für Zufälle auf uns zukommen. Ich bin total hyped, ich bin richtig, richtig gespannt und ich habe richtig viel Angst auch, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn euch das Ganze gefällt, diese ganze PES-Woche richtig geil war, beziehungsweise ihr natürlich jetzt dann diese heutige Folge, morgige Folge feiert, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da und abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch zu PES 21 nichts verpasst. Robert Lewandowski hüpft, ist bereit für das Spiel. Hoffentlich zumindest. Martinez holt sich den Ball schön. Robert Lewandowski. Ah, Scheiße. Frühe Führung ist immer ganz wichtig. Dann kann man das Spiel ganz, ganz anders angehen. Viel cleverer, ruhiger und sicherer. Und deswegen will ich eine frühe Führung. Und deswegen ist Lewandowski wieder auf und davon! 7. Spielminute, 1:0 für die Bayern! Yes, yes, yes! Robert Lewandowski! Nach Vorlage von dem Müller. Dem Müller Schlitzohr. Und Lewandowski, also Müller durch die Beine läuft. Und Lewandowski mit dem Lupfer. Sehr schön. Wichtig. Schöner Schuss von Burgstaller. Nicht schlecht gemacht. Eher schlecht von uns verteidigt. Hätten wir früher in den Zweikampf gehen müssen. Aber Neuer haben wir auch noch. Gott sei Dank. Hoffentlich nicht nur jetzt Lewandowski. Wieder auf und davon. Und wieder ein Lupfer und wieder ins gleiche Eck. Und wieder ein Tor. 2:0 in 17 Minuten. Yes! Ja, Mann, wie geil. Lewandowski startet dadurch. Es war so knapp. Wenn der Torwart ein bisschen schneller rausgekommen wäre, hätte ich keine Chance. Aber Schalke hat nicht den besten Torwart. Das muss man ja so sagen. Nübel nicht mehr, Neuer nicht mehr. Ich glaube Schubert spielt da. Ne, es ist nicht mal Schubert, der spielt. Schubert hat im letzten Spiel gespielt in der Bundesliga. Kolak ist es. Und Robert Lewandowski, 3:0, und damit kann man schon davon reden, dass wir den Titel schon gewonnen haben, mit einem 3:0 in der ersten Halbzeit. Da kann man wirklich mehr als zufrieden sein, wunderbar gespielt. In echt würde es wahrscheinlich Videobeweis geben, weil Martinez da im Abseits steht. Er steht da gar nicht. Aber er behindert den Torwart schon ein bisschen. Er hat ihn sowieso nicht gehalten, keine Ahnung. Ich will mich da überhaupt nicht irgendwie drüber diskutieren oder so. Das ist mir alles scheißegal. Solange es hier 3:0 steht, Lewandowski mit dem Hattrick.
Der ist ja echt in solchen Spielen total wichtig. Hat uns ja in der Champions League schon mal den Arsch gerettet. Und hier im DFB-Pokal hat er vor dem Spiel schon gesagt, wir holen den Titel, dafür sind wir hier. Und ja, scheint so, als wäre er dafür hier. Er ist auf dem Feld und holt den Titel aktuell fast schon alleine. Jetzt Thomas Müller. Müller und da ist Sané und da ist das 4:0. Was passiert mit Schalke? Habe ich viel zu lange gewartet. Ich wusste auch nicht, ob ich flanken soll oder schießen soll. Aber irgendwie prallt der Ball zu Sané ab. Und er macht ihn rein. Leroy Sané, 4:0. Leute, ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben das Double schon in der Tasche. Nach 42 Minuten. Und jetzt bin ich natürlich hyped auf das Triple. Also bei Schalke geht nicht wirklich viel. Probieren es zwar immer mal wieder, aber so richtig viel geht nicht. Und wir sind deutlich besser, auch wenn so ein halber Fehlpass mal dabei ist. Dann packt Alaba den Turbo aus und kommt irgendwie trotzdem noch hin. Und vorne ist es dann Müller, der das 5:0 macht. Was ist hier los? What the fuck? LOL! Wie geil! Das Spiel ist entschieden! Holt die Sektflaschen raus! Thomas Müller verdient, er hat ein gutes Spiel gemacht bisher. Macht jetzt auch seinen Treffer. Und damit geht meine Taktik voll auf. 5:0 in der ersten Halbzeit. Da kann man schon mal mit dem Lächeln in die Kabine gehen. Hattrick, Lewandowski, Sané und Müller. 9 Schüsse, 6 aufs Tor, 5 drinnen. Torwart taugt nichts. Und unser Angriff, der taugt richtig, richtig, richtig gut. Schön geklärt von Pavard zum Einwurf. Leute, und ich habe mir immer mal gewünscht, ich habe schon die letzten Folgen ein paar Mal gesagt, dass wir mal so wie die Bayern in echt irgendwie 8:2 gegen Barcelona, dass wir auch mal hoch gewinnen. Oh, 1:5 jetzt. Bentaleb. Ich sollte aufhören, so viel zu reden, sondern lieber gescheit spielen. Ja, jedenfalls ist mir das bisher nicht gelungen, weil ich immer ein bisschen zu schwach war. Und ich würde schon feiern und dieses Mal ist es möglich, hier wie gesagt so ein Monsterergebnis mal zu zaubern. Das wäre einfach geil. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen aufpassen, dass Schalke nicht irgendwie Übermut bekommt. Die haben nämlich seit dem Anpfiff auf Offensiv, haben jetzt auch sogar ein Tor schon gemacht. Wäre schon ganz geil, wenn wir da jetzt wieder die Bremse reinhauen. Alter, jetzt stellen sie auf volle Offensive. Es sind noch 30 Minuten zu spielen, die stellen auf volle Offensive. Ja, da kann ich schön kontern. Danke, Schalke. Finde ich nicht schlecht. Guck, da haben wir schon den ersten Konter. Serge Gnabry. 6:1. Umrühren angesagt. Gerade haben sie umgestellt. Und schon das 6:1. Ja, das ist ja selten dämlich jetzt. Da kann ich echt gut kontern. Feier ich. Boah, ich finde das so nice. Leute, es ist so nice. Wir haben das Double und es ist so ein Spiel. Es läuft einfach nach Plan, Digga. Was war das denn für eine Aktion? Und Leon Goretzka. 7:1. Ah. Wahnsinn! Ja, die stehen offen und der Torwart ist einfach Schrott von denen. Und Goretzka ist einfach super cool. Er darf auch mal wieder in der ersten Mannschaft spielen. Auch wenn nur eingewechselt. DFB-Pokalfinale ist trotzdem immer schön. Und macht sein Tor. Satter Schuss links unten. Jetzt
Gnabry auf Goretzka und Goretzka auf nicht Sané. So, Alaba, Freistoß. In PES kann er es leider nicht so gut wie in echt. Da hätte ich lieber jemand anderen. Aber es war knapp. Uiuiui. 30 Sekunden noch. Ole, ole, ole. Wir haben das Double. Ole. Ach, keine Ahnung. Aber wir hauen den Ball weg. Weg damit zu Goretzka. Wieso läuft die Zeit eigentlich noch? Jetzt wird abgepfiffen. Deutschland, Brasilien. 7:1. Es ist so geil. Das Double gewonnen. Und wie? Leider ohne Pokal hier in PES. Leider die Lizenzen nicht dabei. Ansonsten wäre das hier noch 20 Stufen geiler. 7:1. Dafür muss man ein Like da lassen, Leute. 17 Schüsse zu 3. 9:3 aufs Tor. Wir haben Schalke dominiert. Zu Recht unverdient hier gewonnen. Spieler des Turniers im DFB-Pokal ist Haaland. Okay. Weiß ich nicht warum. Keine Ahnung. Aber scheinbar ist es Haaland. Habe ich tatsächlich nicht damit gerechnet. Freut mich. Sehr cool. Wir können mal reingucken. An der Torjägerliste liegt es nicht. Haaland nämlich nur auf Platz 2. Lewandowski holt sich da mit dem Dreierpack hier auf jeden Fall den Platz 1 mit 7 Toren. Haaland hätte es auch noch reißen können am Ende. Platz 1, 2 und 3 ist von Bayern-Spielern belegt. Sehr, sehr schön. Vorlagengeber Müller hier verdient mal wieder. Müller, ne? Auf Platz 1. Und Gnabry deutlich dahinter. Aber auch hier Lewandowski in den Top 3 mit dabei. Ist sehr, sehr cool. Also ist schon echt heftig, was hier Spieler blinken mit geilen Balken nach oben. Thiago, Lewandowski, Gnabry etc. etc. Also wenn ich jetzt nicht so ein Schisser wäre, wegen der Fitness und so, ich habe halt echt schlechte Erfahrungen damit gemacht, deswegen bin ich halt einfach ein Schisser, dann könnte ich theoretisch hier nochmal die erste Elf spielen lassen. Wäre bestimmt auch ein guter Abschied und wäre bestimmt auch ein krasses Ergebnis nochmal. Da können wir bestimmt auch wieder 6-7 Tore schießen gegen Düsseldorf, vor allem mit diesen Balken eben. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, so sieht's aus. Anstoß in München. Und Goretzka. Sehr, sehr schön. Ich muss meine Mannschaft loben. 21. Spielminute. Kein schlechtes Spiel bisher. Und hier ein super Zusammenspiel. Goretzka und Davis. Der Kopfball super gemacht. Und Goretzka kommt so langsam hier zu dem, was ich ihn eigentlich haben wollte. Aber es ist halt jetzt das letzte Spiel. Latte. Wieder Goretzka. Haarscharf. So, letzter Angriff. Aber kein schöner Rückpass da in die in den Rückraum. 1:0 mal wieder. Das ist mit dieser Mannschaft irgendwie Standard. Aber ist in Ordnung, also nehme ich mit. Oh Gott, er ist durch. Habe ich null gesehen. 0,0. Erster Chance, Junge. Erster Schuss, erste Chance. Ruben Dennings, 1:1. Scheiße. Feiere ich gar nicht, weil ich mir eigentlich schon Mühe gebe. Ich will für dieses letzte Spiel will ich schon eigentlich gewinnen. Und ich gebe mir wie gesagt Mühe, aber
Ich habe den da 0,0 stehen sehen. Dann sehe ich nur, dass der Pass dahin flattert. Scheiße, er schießt, zack, drin, kannst nichts machen. Und 2:1. Digga, muss das jetzt sein? Scheiß Düsseldorf, ganz ehrlich. Owen Hennings. Nichts gegen Düsseldorf-Fans, nichts gegen Düsseldorf an sich. Ich habe gegen den Verein echt gar nichts, aber das ist doch echt schade jetzt. Freistoß, Cuisson. Jawohl! Freistoß, Cuisson. 2:2 in der 65. Spielminute. Oh, Gott sei Dank. Yes. Oh, ist das schön. Lang ist es her, seitdem wir Coutinho nicht mehr haben. War vorhin mit Alaba zwar knapp, aber ja. Und jetzt Perisic. Und jetzt Ivan Perisic. Spiel wieder gedreht. Wie kommt das denn jetzt plötzlich? Ich war schon richtig sauer, so richtig angefressen. Und jetzt plötzlich sind wir wieder vorne, ohne gewechselt zu haben. Den Freistoß haben wir halt gut geschossen. Und hier haben wir den Ball erobert. Plötzlich ist Platz da. Und plötzlich ist Perisic durch. Ist das geil, ist das wichtig, feiere ich das gerade. Nice. Und Ivan Perisic. Haaland hat echt lange nicht mehr getroffen. Komm schon. Erling. Wout. Haaland. So, und jetzt lassen wir es etwas ruhiger angehen, aber nach vorne. Und nach vorne klingt immer gut, denn da steht Haaland. Oh, aber es ist vorbei. Jawohl. Es ist durch. Wir haben es geschafft. 3:2. Hätte ich nicht daran geglaubt, aber ein schöner Freistoß hat uns zurück ins Spiel gebracht. Und direkt der Doppelschlag dann durch Perisic. Und damit verabschieden wir uns mit weiteren 3 Punkten. Zwar 2 Gegentreffern, habe ich jetzt insgesamt 30 Gegentreffer in der Bundesliga. Aber auch 93 geschossene Tore und 83 Punkte. Super! Schalke gewinnt mit 3:1 und Dortmund verliert sogar, also Vizemeister ist auf jeden Fall Schalke. Immerhin, das gönne ich ihnen definitiv, absolut, auch wenn wir sie vorhin im DFB-Pokal zerstört haben. Ups. Leute, ich bin absolut gespannt. Wir haben es geschafft, die beste Elf verkündet der ganzen Saison. Da sind natürlich viele Bayern-Spieler mit drin. Alaba ist mit drin, Thiago ist mit drin, Martinez, Goretzka, Müller und Lewandowski. Kein Haaland dieses Mal, finde ich auch in Ordnung, denn Müller und Lewandowski ist ein super Team gewesen, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dass Goretzka und Martinez drin sind, keine Ahnung. Alaba kann ich gut verstehen und Thiago eigentlich auch. Ich bin super zufrieden, also es war absolut geil, was wir hier gezaubert haben, diese gesamte Saison. Bedanke mich natürlich auch bei allen, die hier immer zugeschaut haben. Ja, somit haben wir jetzt eben hier Bundesliga, DFB-Pokal, alles mit dabei. Jetzt fehlt nur noch die Champions League. Und wenn wir die Champions League auch noch packen würden, Hernandez ist verletzt, natürlich ein bisschen schade jetzt, aber wird auch ohne ihn gehen, hoffentlich. Spieler des Turniers ist hier Lewandowski, okay, sehr, sehr schön. Also wenn wir es schaffen würden, die Champions League auch noch zu gewinnen, das wäre unnormal krass. Nächste Folge, die auch morgen schon ist, gegen Paris Saint-Germain. Schaltet unbedingt wieder mit ein, drückt mir die Daumen und ich wünsche einfach ein geiles Spiel, damit wir danach total entspannt und total cool gegen The Old Boys das Abschiedsspiel noch haben und dann nächste Woche als Doppel-Trippel-Sieger quasi in PES 21 reinstarten. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.